kommt's mit Bombern an. So. Aber hier haben wir schon mal einen Raketenwerfer weniger. Und eine Mini-Cannon weniger. Solange es keine AT-ATs hat, ist doch alles in Ordnung. Ich glaube, ich join die beiden mal lieber. Ich brauche lieber einen vollen Jagdpanzer als zwei... Ja. Da war ja was. Was hast du gesehen? Die Mini-Cannon. So. Der geht bis dahin. So, erstens, ich brauche hier einen Flak, zweitens, ich brauche hier einen Raketenwerfer. Und hier noch ein Speer. So, da haben wir die Laborkarte. Nachdem ich sowieso schon einen Schuss von dem Ding abkriege, kann ich den da auch gleich noch hinstellen. Traut sich mit ihren Fliegern da nicht wirklich ran, oder? Mit Chess Super ist das irgendwie toll. Ja. Bam! Und weg mit dem Schlachtschiff. 0%. Oh, trotzdem, der Balken hat sich bewegt. High Speed Rocket Launcher.
Ich habe noch 8 Tage übrig, das soll sich ausgehen. Ja, sieht doch gut aus. Oh. Verluste sind geplant. Für sowas sind Späher immer gut. Steht da auf der Seite der Späher DD? Hm? Auf dem Spähpanzer steht da an der Seite DD drauf? Wo soll das draufstehen? Auf dem Panzer, wenn du angreifst damit. Keine Ahnung. Achso, jetzt sieht es eher aus wie ein Kuku. Auf der anderen Seite ist das. Muss gleich mal drauf achten. Wenn du damit angreifst. Ich greife mit dem jetzt bloß nicht mehr an, weil der Raketenwerfer da, der hat mir mehr Priorität als irgendwas anderes im Moment. Der stört mich beim Kaputtmachen. Wow, angeklappt. Schaden heute. Ist klar, dass die haut mir jetzt jeden zweiten Tag einen Super um die Ohren, weil ich hier die ganze Zeit Schlachtschiffe kaputt mache. Okay. Ein Schlachtschiff hat einen Wert von 28.000. Wie soll es anderes sein, als dass sie da jeden zweiten Tag einen Super hat? Jess muss sich wenigstens nie Sorgen um ihre Munition oder ihr Benzin machen. Ein Schweizer Schlachtschiff deinerseits wäre doch auch gut, oder? Hm? Was? Ein Schweizer Schlachtschiff deinerseits wäre doch bestimmt auch gut, oder? Boah. Oh, der hat noch U-Boot. Also, sie hat noch U-Boot, ja. Und schon mal gesagt, die noch nicht bewegt. Ja, ich bin nicht in ihre Reichweite reingekommen, also hat sie es wohl anscheinend nicht wirklich interessiert. Give me more rocket launchers.
Der Speer war ein perfekter Köder. Vor allem, weil ich den nicht mehr gebraucht habe. So. Einmal Bombe. Einmal K-Heli. Schlachtschiff baue ich hier in der Mission am Anfang sowieso nur, weil ich sonst nicht weiß, wohin mit dem Geld, und der Hafen das erste ist, was ich habe. Ansonsten bevorzuge ich mit Chess definitiv die Bodentruppen, weil ihre Schiffe und ihre Lufteinheiten sind ja eh alle 10% schwächer. Mhm. Motorisierten Bodentruppen sind alle 10% stärker. Das ist kein Schaden. Das mit dem vollen Panzer. Voll war der nicht, der war bei 7. Der andere. Naja, Skype verschluckt bei mir wieder die Hälfte deiner Aktion. So, alle Raketenwerfer ab jetzt kommen nicht mehr rechtzeitig an, das heißt, ich baue ab jetzt noch ein paar Medium Tanks. Na, kriegen wir die vielleicht bald mal auf 9 runter? Na, bald haben wir's. Es sind ja nur noch 5 Schlachtschiffe, von denen die meisten stark beschädigt sind. Oh, sie hat noch nicht mal eine Super zusammen. Und sie joint die letzten paar zusammen. Oh. Eine Gabel, Gabe. Das ist doch super für das hier. Die Runde schaffe ich es nicht mehr ganz, aber ich habe ja noch 4 Tage Zeit. So, hat der Medium Tank auch mal wieder was gemacht. So. Für das letzte Schlachtschiff gibt es jetzt kein Entkommen mehr. Das einzige, was der Bomber angreifen kann, ist die Flak hier. Kriegt er nicht mit einem Schuss kaputt.
So. Und Feuer. Ich glaube, so gut ist die Mission noch nie gelaufen. Ich hatte die schon mehrmals so minimal verkackt. Weil es mir am Schluss dann um ein paar HP von irgendeinem Schlachtschiff nicht ausgegangen ist.